Ja, hallo zusammen. Ich bin da gleich dran, da den Berg hoch zu kraxeln. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es geht ganz ordentlich steil hoch. Und nun mache ich kurze Verschnaufspause. Und da ist mir ja noch in den Sinn gekommen, weil ich jetzt ja wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, so nach der Krankheit und all den Kursen, Vorbereitungen für das Treffen etc. bleibt mir ganz ein bisschen Zeit, kurz für ein, zwei VA. Also, wenn ich nicht für dich die Zeit finde, tut's mir leid. Dieser hier ist für den Klaus vom Kanal Bamaf. Ein ganz toller Kerl. Er hat aufgerufen zum Giveaway. Und zwar wollte er wissen, unsere Lieblingsbäume. Aber dazu ein bisschen später. Ja, Klaus, stell ein paar Worte in eigener Sache. Dein Kanal, du weißt es, wenn ich Zeit habe, schaue ich kurz rein. Gefällt mir immer wieder sehr gut, bei dir vorbeizuschauen, weil, ja, wie du da die Bäume hochkraxelt, also, ich weiß, das ist berufswegen, aber du kraxelt da wirklich rauf, geht auf seinen Kanal mal schauen, wie, ich kann sie dann sagen, wie ein kleines Äffchen, Seil hoch und schon ist er oben. Also ganz toller Typ, hat jetzt 300 Abonnenten, eigentlich müsste er schon 3000 haben, denn er macht eigentlich alles richtig. Und wenn man alles richtig macht, müsste man eigentlich bei 3000 Abonnenten mindestens sein. Aber ich bin mir sicher, Klaus, das wirst du erreichen. Ja, zu deiner Challenge hast du gesagt, zeig mir deinen Lieblingsbaum. Ja, das sind unzählige. Und statt dass ich dir jetzt einen einzigen zeige oder auf die Kamera so in den Wald reinhalte, habe ich mal in meinem Archiv ein bisschen gestöbert und da sind natürlich während all den Jahren natürlich einige Bäume zusammengekommen, die ich jeweils fotografiert habe und die habe ich jetzt ein bisschen dokumentiert und schau sie doch an. Los geht's! Schon. Ich habe dir gesagt, eine ganz kleine VA. Ich hoffe, der eine oder andere Baum hat dir gefallen und ich wünsche dir alles Gute für deinen Kanal. Und ich möchte mal gleich vorweg sagen, sollte ich gewinnen bei dem Giveaway, dann denke ich, würde mir den Preis, ich weiß nicht mehr, was es zu gewinnen gibt, an einen jungen Buschkräfter weitergeben. Vielleicht, dass ich da einen vorschlagen kann, schauen wir mal, ob ich überhaupt gewinne. Aber ich gehe ja meistens ohne Ausrüstung raus und eigentlich das, was ich habe, habe ich. Und ich denke, einem Jungen ist es mehr gedient. Okay, ich danke euch allen fürs Reinschauen. Geht mal beim Klaus vorbei, ich blende das unten rein, sein Kanal. Und da wollen wir mal schauen, wie seine Abozahl hochschnellt. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.